Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt wird erstmal die Außen vorbereitet. Frühstück ist soweit ready, jetzt wird es stressig, denn ich muss in 10 Minuten da sein, deshalb sehen wir uns dann einfach später. Ja Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause, ich habe eine Stunde Pause und die Stunde möchte ich jetzt ein bisschen nutzen, um den Vlog, den ich bis jetzt gedreht habe, ein bisschen zu schneiden, damit halt abends weniger Arbeit ist und damit das Video morgen pünktlich online geht. Ja, ich habe jetzt alles soweit geschnitten, ich werde jetzt gleich in die Arbeit starten und ja, wir sehen uns dann, wenn ich wieder retour bin. Ich bin jetzt wieder zu Hause, jetzt geht's erstmal unter die Dusche. Fertig mit Duschen, jetzt werde ich was kochen und zwar gibt es heute gefüllte Bratkartoffeln. Eigentlich liebe ich ja Kartoffeln wirklich extrem, ne? Das Ding ist nur, die kochen so lange und wenn man echt einen Hunger hat und dann kochen die ewig. Oh, ich sag's euch, das ist echt nervig. Aber ich muss euch noch was erzählen. Und zwar, meine Frau ist ja aus dem Iran und ja, da ist halt, wie man es heute in den Medien gelesen hat, Demonstrationen etc., die ziemlich eskalieren. Und das Ganze ist schon letzten Freitag gestartet. Und da meine Frau halt die persischen Medien schaut, habe ich das Freitag eigentlich schon mitbekommen. Und da ist mir aufgefallen, wie die europäischen Medien Nachrichten aus dem Ausland zensieren. Und ich bin wirklich entsetzt. Das ist, Leute, ohne Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so extrem ist mit der Zensur. Aber das ist echt krass. Ohne Scheiß. Das wollte ich euch noch kurz erzählen. Und es fängt an zu kochen. Juhu, das heißt, es geht voran. Nur noch 40 Minuten oder so und dann kann ich essen. Eine Sache fällt mir auf und zwar ist es so, dass ich durch dieses Projekt Vegan Leben jetzt wirklich mehr selbst koche, weniger Fertigzutaten verwende und alleine dafür hat sich das Projekt schon gelohnt. Aber wie ich im gestrigen Video erwähnt habe, strebe ich eventuell dieses Vegane länger durchzuhalten und nicht nur eine Woche, weil es mir einfach mega zusagt. Wer kennt das? Ihr schneidet Zwiebel und ihr heult. Es ist extrem nervig, ich sag's euch, es ist wirklich nervig. Die Füllung ist soweit fertig, jetzt heißt es warten, bis die Kartoffeln fertig sind, was jeden Augenblick soweit sein sollte. Dann haben wir die ins Backrohr und dann gibt's Habba Habba. Kartoffeln sind fertig, das heißt, jetzt werden wir sie befüllen und ins Backrohr geben. Ja Leute, das Essen ist soweit ready. Ich glaube, es schmeckt auch nice. Wir haben es jetzt 7 Uhr. Heute wird nicht mehr großartig viel passieren. Deshalb möchte ich den Vlog hiermit beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.